Herr Fitzi, Ihr Saisonrückblick auf diese ja recht durchwachsene Saison, denke ich mal. Ja, soll man sagen, also es war mit Sicherheit die schlechteste Saison, die ich jetzt hier in den, glaube, 11 Jahren mitgemacht habe. Warum, ist schwer zu erklären. Wir sind schwer in die Saison natürlich gekommen. Ja, und dann durch diese vielen Wechsel, die immer stattgefunden haben, hat die Mannschaft einfach nicht zur Form gefunden. Es ist schade, wir hatten uns mehr vorgenommen und ja, die Rückrunde lief ein bisschen besser, muss man sagen. Da konnten wir auch mit den eigenen Spielern die Spiele spielen und ja, die war zufriedenstellender. Das Problem war einfach in der Vorrunde, dass man sich da nicht rechtzeitig gefunden hat. Lange Zeit war es ja unklar in der Rückrunde dann, wie es mit der zweiten Mannschaft weitergeht, wegen dem Abstieg der Profis. Wie geht es jetzt weiter? Ja, es erfolgt ein sehr großer Wechsel, muss man sagen. Man hat ja vom Vereinsseite her lange Zeit ja, nicht gewusst, geht es weiter mit der U23 oder nicht. Man hat sich Gott sei Dank entschieden, von Vereinsseite her die U23 weiterzuführen, auch wenn mit reduziertem Budget. Und demzufolge wird wohl ein großer Umbruch stattfinden. Es sind bis jetzt also 12 Spieler. Oder 11 oder 12 Spieler sind schon verabschiedet worden. Die Verträge, die ausgelaufen sind. Die Spieler müssen leider gehen und natürlich das Trainerteam geht also leider auch. Es wird ein kompletter Umbruch da sein. Wie der aussehen wird, können wir im Moment noch nicht sagen, weil ja jetzt auch für die zweite Mannschaft Spielersuche, Spielerverpflichtungen anstehen. Hätten Sie viele der Spieler und den Trainer gerne behalten? Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich auf jeden Fall. Das Trainerteam und so weiter, denen lag es garantiert nicht. Den einen oder anderen Spieler, der verabschiedet wurde, also ich persönlich hätte ihn gern weiterhin bei der U23 gesehen. Wieso sind so viele jetzt gegangen? Was meinen Sie? Was sind die Hintergründe? Finanzielle. Ganz einfach gesagt. Das Budget muss einfach gekürzt werden. Oder der Etat muss gekürzt werden und ich denke, da liegt die Hauptursache drin, dass der eine oder andere Spieler nicht weiter verpflichtet wird. Stehen denn irgendwelche Neuverpflichtungen schon fest? Vielleicht ein paar? Ja gut, also ist mir jetzt nicht bekannt im Moment. Das muss man abwarten, was sich da in den nächsten Wochen auftut. Priorität hat natürlich unsere Profimannschaft, unser Profiteam. Und ich denke mal, das wird auch von Vereinsseite her als erstes mal geregelt werden müssen. Und dann denke ich, parallel dazu, wenn machbar, wird also unsere U23 entsprechend mit reduziertem Kader die neue Runde angehen. Ne? Letzte Woche habe ich den Herrn Theodor Ruß gefragt, ob der KSC 2 für ihn eine interessante Mannschaft wäre. Und er hat geantwortet, dass es nach seiner Kenntnis schon einen neuen Trainer für KSC 2 gibt. Können Sie da was dazu sagen oder das kommentieren? Ja, okay. Ich meine, ich kenne den Theo natürlich sehr gut. Ist ein hervorragender Spieler gewesen und mit Sicherheit auch ein guter Trainer. Aber ich kenne also auch nur die Aussage, die in der Presse rumgeht, dass also der Zlatan Bajramovic die U23 mit trainiert oder als hauptamtlicher Trainer jetzt hier tätig ist, parallel zu seinem Co-Trainer-Tätigkeit bei der Profis. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Herr Fitzi, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview. Wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für die Planung für die nächste Saison. Ja, vielen Dank. Das Gleiche wünsche ich Ihnen auch. Schöne Sommerzeit und ich hoffe, wir sehen uns dann in der neuen Runde wieder.